Willkommen Häuptling, wir haben schon auf dich gewartet. Und damit, hey Leute und willkommen zum neuesten Projekt auf diesem Kanal. Denn wir starten heute rein in ein neues Kapitel mit Clash of Clans. Das erste Mal mit einem Projekt auf diesem Kanal. Dies ist ein neues Dorf. Das Leben wäre wirklich perfekt, wenn es da nicht die Kobolde geben würde. Wahaha, was ist das? Noch ein mickriges Menschlein. Oh nein, Kobolde. Schnell, baut eine Kanone, um dein Dorf zu verteidigen. Genau das machen wir und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt hier in die allererste Verteidigung und können das Ganze hier schon mit Juwelen beschleunigen und müssen es hier zum ersten Mal verteidigen. Wie gesagt, sehr viel hat sich das Let's Play gewünscht. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Je nachdem wird es natürlich weitere Folgen geben oder eben nicht, wie das Ganze von euch supportet wird oder wie ihr Bock drauf habt. Und ja, ich würde sagen, erste Verteidigung überstanden. Das Dorf wurde auf einer Kraftlinie erbaut. Deshalb reparieren sich die Gebäude auf magische Art selbst. Und die Magier vom Elfenbeinturm sind hier, um uns zu helfen. Und jetzt gehen wir direkt in den Angriff gegen das Koboldlager. So, viele sollten das Prinzip kennen, ne? Hier, die Magier können wir jetzt platzieren gegen die Kanone. Die meisten Truppen kennen auch viele vielleicht von Clash Royale. Dafür ist jetzt hier mein Kanal eher bekannt. Gerade Magier oder auch Kobolde kennt ihr ja da. Und wir sehen hier erstmal, wie das Lager zerstört wird. Und wir haben die ersten 3 Sterne. Und kriegen unsere Belohnung. Die wichtigsten Ressourcen sind, so wie es aussieht, Gold und Elixier. Die haben wir jetzt hier schon mal bekommen. Und wir sehen, wow, gut gemacht. Jetzt müssen wir dieses Dorf für den Kampf rüsten. Okay, auf geht's. Indem du einen weiteren Bauarbeiter anheuerst, kannst du dann 2 Gebäuden gleichzeitig arbeiten. Das heißt, ne, die Bauhütten sind sehr, sehr wichtig in dem Spiel. Genau, und mit Elixier können wir Truppen ausbilden und Gebäude bauen. Setzen wir direkt die erste Pumpe hin und... Ja, die Gems sind halt sehr wertvoll, ne? Die können wir am Anfang jetzt noch so ein bisschen ausgeben. Und jetzt als nächstes sollen wir direkt uns ein Elixierlager bauen. Das setzen wir direkt nebendran, würde ich sagen. Und ja, ich meine, der Pfeil drückt halt drauf, aber das Beenden ist nicht so zu empfehlen. Und wir brauchen auch einen sicheren Ort für unsere Goldreserven und Dorf hier. Und dafür haben wir das Goldlager. Setzen wir hier auf die andere Seite. Und das bedeutet, wir sind vorbereitet, aber die Kobolde greifen direkt wieder an. Die lieben nämlich Gold, steht da. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Armee. Um mit den Kobolden fertig zu werden. Auf geht's, Kaserne. Ja, die setzen wir mal... Ja, wir setzen die mal dorthin. Sieht noch ein bisschen Bier aus, aber passt schon. Beenden hier direkt. Und jetzt lass uns ein paar Truppen ausbilden, okay. Das heißt, wir können jetzt hier Barbaren ausbilden. Das ist die erste Truppe, die wir haben. Die kenne ich auch aus Clash Royale. Lass uns ein paar grüne Hintern versohlen. Okay, sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt hier in den ersten richtigen Angriff mit unseren eigenen Truppen im Koboldwald. Und wenn wir gewinnen, kriegen wir da krasse Belohnung. Also, für den Anfang zumindest. Das heißt, ich würde sagen, auf geht's. 20 Barbaren, wir spammen einfach mal alles raus. Ist jetzt nicht zu empfehlen, aber wir machen es einfach, ne? Dann geht es auch ein bisschen schneller. Und wir sehen die Barbaren. Keine Chance hier für die Kobolde. Muss auch ehrlich sein, ich finde auch irgendwie die Verzierung in den einzelnen Koboldlagern immer ziemlich hässlich. Vor allem diese Windmühle auch, ich weiß nicht. Und wir kriegen wieder 500 Gold und 500 Elixier und damit. Das war ein toller Kampf. Wie soll man sich in unsere Geschichte an dich erinnern? Und damit gehen wir jetzt zum ersten Mal an unseren Namen. Ich würde sagen, okay, als neuen Namen nehmen wir einfach Jonas Free-to-Play. Denn das hier soll ein ganz klassisches Clash of Clans Free-to-Play-Projekt bleiben. Also indem wir kein Geld ausgeben. Mit dem Gold, das wir den Kobolden abgenommen haben, können wir das Rathaus verbessern. Jetzt schon so früh die erste Rathausstufe. Und das bedeutet, in 10 Sekunden ist unser Rathaus oder schneller. Auf Stufe 2, damit haben wir schon das allererste Upgrade und haben jetzt hier 2 Bauarbeiter. Und hier wird dir vorgeschlagen, dass du als nächstes bauen oder verbessern könntest. Krass. Damit offiziell willkommen in diesem neuen Let's Play-Projekt. Wir wollen Free-to-Play Clash of Clans starten im Jahr 2022. Und das bedeutet, wir haben einiges zu tun, haben einiges vor. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf das Projekt. Je nachdem, wie es bei euch ankommt. Wie gesagt, werden wir das Ganze natürlich auch fortsetzen oder ich werde es eben privat weiter zocken. Und ich würde sagen, wir schauen hier mal. Oh, wir haben die ersten Herausforderungen, die gab es früher nicht. Für das Abschließen bekommst du Punkte und manchmal bekommen wir auch neue Herausforderungen. Und wenn wir genug Punkte haben, bekommen wir Belohnung. Sehr, sehr geil. Ach, und auch den Pass, okay. Das hilft dir dabei, das Dorf stärker und, ja, okay, gut, free to play. Aber da können wir echt einiges gewinnen. Also das gab es früher nicht. Ich habe ungefähr vor 10 Jahren zum ersten Mal Clash of Clans gespielt, also, wow. Viel Glück, Häuptling, das schaffst du schon. Und damit werden wir jetzt hier scheinbar alleine gelassen. Damit würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in die Übersicht und schauen, was wir alles bauen können. Eine zweite Kaserne haben wir hier. Und als ersten Schritt hätte ich vorgeschlagen, bauen wir erstmal einfach alles, was wir hier so zur Verfügung haben. Eine zweite Elixierpumpe können wir hier bauen. Und wir haben ja sowieso auch schon 2 Bauarbeiter. Dann haben wir hier auch eine weitere Goldmine natürlich. Die bauen wir in dem Rand direkt. So, die Elixierpumpe ist fertig. Und auch die Goldmine haben wir direkt, die zweite. Und auch an Verteidigungsgebäude sollten wir direkt was weiteres haben. Wir haben eine weitere Kanone. Die platzieren wir hier unten hin, würde ich sagen. Und wir haben. Wir haben auch schon den allerersten Bogenschützenturm. Bogenschützen, die haben eine größere Reichweite und natürlich vor allem können sie auch Luft angreifen. Das ist halt ganz praktisch. Und auch die ersten Mauern können wir hinsetzen. Ich bin jetzt nicht so der Schwitzer. Ich muss gerade mal schauen. Wir quetschen mal unser Dorf erstmal zusammen, würde ich sagen. So, also die Mauern, das ist voll laut. Platziere ich jetzt einfach mal so random hier lang, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht so... Oh mein Gott, der absolute Bauexperte. Geht es hier seitlich? Sehr geil, genau.
25 Stück haben wir. Also ganz ehrlich, besonders viel ist es ja nicht gerade. Wir können gerade mal unser halbes Dorf damit abdecken. Aber wir können die zumindest upgraden, mal schauen. Okay, also alle Gebäude sind gebaut. Um die Verteidigungsgebäude jetzt zu verbessern, fehlt uns vor allem Gold. Ich glaube, hier wäre es einfach wichtig, wenn wir jetzt hier auch schon mal unsere Pumpe und unsere Minen hochmachen. Und vor allem zum ersten Mal unsere eigenen Truppen ausbilden. 40 Stück können wir machen. Machen wir einfach direkt mal. So, und damit sind unsere Minen und unsere Pumpe schon mal auf dem nächsten Level. Und wir sehen, die Barbaren dauern ein bisschen. 6 Stück haben wir schon. Alle 20 Sekunden kommt ein neuer. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir machen jetzt hier direkt mal die Goldmine auch aufs nächste Level und machen vielleicht, können wir noch irgendein Upgrade für Elixier machen. Die Kaserne könnten wir auch hoch machen. Ich würde sagen, wir machen einfach die andere Goldmine auch noch hoch. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in den nächsten Angriff. Wir könnten normale Kämpfe finden. Ich gehe jetzt erstmal nochmal in das Koboldlager. Aber wir haben nicht allzu viele Truppen. Ich glaube, da ist es dann einfacher zu gewinnen. Schaffen wir das? Mit 7 Barbaren. Ich würde sagen, es bleibt nichts anderes übrig. Wir finden es raus. Wenn wir gewinnen, kriegen wir halt eine ganze Menge. Dann kriegen wir 1500 von beiden. Oh mein Gott, ich glaube, es war übel der Fail. Ja. Auch das muss man in Let's Play lernen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Truppen. Oh je. Okay, wenn wir hier weitere Truppen ausbilden, können wir unsere Goldmine fast auf Level 3 machen. Kriegen wir irgendwas überhaupt hin? Die Kaserne könnten wir uns theoretisch leisten. Ich glaube, dann stoppt die mit der Ausbildung. Da würde ich sagen, warten wir einfach kurz, bis wir zumindest so 10, 12 Truppen haben. Und dann sollten wir es schaffen können. So, nächster Versuch. Diesmal mit 12 Barbaren. 6 auf jede Seite. Das muss doch eigentlich funktionieren. Wenn das jetzt nicht klappt, dann habe ich echt heftig verkackt. Aber ich glaube, das müssten unsere Barbaren auf jeden Fall hinbekommen. Wir sehen es hier. Die erste Kanone ist gleich weg. Komm. Und auch die zweite ist weg. Und das bedeutet, die machen sich jetzt hier schön über das Koboldlager her. Und wenn wir gewinnen, was wir eigentlich hinbekommen, sind, glaube ich, nur 3 Gebäude. Dann bekommen wir 1500 Gold und 1500 Elixier. Und die werden wir jetzt direkt wieder einsetzen, ja, um unsere Truppen zu verbessern. Das heißt, wir kümmern uns jetzt endlich um die Elixiersammler. Unsere erste Goldmine ist damit Level 3. Und ich würde sagen, das sollten wir auch direkt hier bei der Elixierpumpe und natürlich auch bei der Goldmine angehen, dass wir erstmal so alles auf Level 3 kriegen. Währenddessen haben wir wieder 20 neue Barbaren. Und das heißt, wir können hier direkt in den nächsten Angriff reingehen. Ich setze mal alle 10 ein, auf jeden Fall, oder alle 20 hier. Und die gehen alle nach drüben. Ich wollte eigentlich zuerst auf die eine Kanone haben. Das sollte passen. Die erste Kanone ist weg. Und es ist eine Bombe. Ich weiß nicht, ob die es schaffen, aber ich meine, die sind 20 Stück. Das sollte eigentlich kein Problem werden. 2 Kanonen. Und die gehen zuerst ans Rathaus. Oder ist es auch das Rathaus? Ich denke, ich nenne es mal so. Und das haben sie schon mal geknackt. Und zu 20 sind die auf jeden Fall sehr krass. Und das heißt, wir haben jetzt wieder eine ganze Menge Gold und Elixier. Let's go. 100%. Und das bedeutet 2500 Gold und Elixier für uns wieder. Wir sehen, die Lager werden auch langsam knapp. Ich glaube, die gehen wir mal als nächstes an. 4000 lagern die aktuell. Die sollten wir auf jeden Fall verbessern, beide. So, die letzten Sekunden laufen ab. Und damit haben wir unseren Elixiersammler und unsere Mine schon mal Level 3. Und das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz. Wir gehen jetzt auf jeden Fall aufs Elixierlager. Das heißt, wir haben direkt das Doppelte, also 3000 Lagerkapazität. Und hier haben wir ebenfalls das Doppelte. In der Zwischenzeit habe ich mich ein bisschen umgeschaut und wir sehen, die Clanburg kostet uns 10.000 Münzen. Also auch in Zukunft könnten wir dann wieder einen Clan freischalten. Richtig geil. Und wir haben die erste Belohnung. Und zwar schnapp 10 Kobolde für die 10 Sterne, die wir gewonnen haben. Kriegen wir 5 Juwelen. Juwelen werden sau wertvoll werden, denn dafür können wir dann Free-to-Play uns die Bauten wieder aufbauen. 500 Gems kosten die. Sehr teuer, aber eben auch extrem wertvoll. Oh, was? Wir haben total viele Herausforderungen geschafft. Ich wollte es gar nicht machen. Kriegen wir jetzt schon mal irgendwas dafür? Wir kriegen hier Belohnung. Boah, die können wir gar nicht alle einfordern. Die lassen wir erstmal drin und heben die uns auf, wenn wir irgendwas Wichtigeres haben. Aber ich würde sagen, trotzdem, wir gehen jetzt in den Angriff. Denn jetzt wollen wir den allerersten richtigen Spieler... Achso, kostet ein Schild. Egal, komm, egal. Let's go rein. Okay, hier haben wir das allererste Dorf. Ich weiß nicht, ob es ausreicht. Komm, wir haben 20 Barbaren. Wir gehen mal rein. Let's go. So, 20. Zack, hier. Ach so, die greifen immer zuerst das an, was sie vor die Finger kriegen. Versuchen es mal. Also wir kriegen zumindest ordentlich Elixier. Mein Ziel wäre, dass wir zumindest gut Beute kriegen. Ne? Wir dürfen auch nicht zu viel kriegen, weil wir auch sehen, die Lager sind auch fast voll. Und jetzt mal schauen. Aber zumindest 50%. Ich will jetzt hier keine... Ich will jetzt nicht direkt einen Loose haben, direkt am Anfang. Das wäre echt kacke. Aber ich glaube, es wird auch Zeit, dass wir uns um die Armee gleich mal kümmern, direkt nach dem Game. Aber ich glaube, das schaffen wir gar nicht, oder? Kanone ist weg. Die Bogenschützen oben. Ja, zumindest 30% schaffen wir noch, ne? Aber näher nicht, glaube ich. Also ich glaube, die Kanone schaffen die sogar noch ganz knapp. Aber ich glaube, viel mehr ist nicht drin. Ja, wow, okay, das war auf jeden Fall ein Flop-Angriff. Wir haben aber trotzdem Ressourcen bekommen und Trophäen können wir keine verlieren, aber es wird auf jeden Fall danach direkt Zeit, dass wir unsere Armee verbessern. Und damit ist unser Elixierlager und unser Goldlager eins höher und jetzt können wir zum ersten Mal, würde ich sagen, zuerst an die Kasernen rangehen und dort auch direkt die Bogenschützen freischalten, die nächste Truppe. Und an der Stelle noch mal ein wichtiger Hinweis, wenn ihr Bock habt, ihr könnt unten auf die Einstellung gehen, das Zahnrad unten rechts, und dann auf Mehreinstellungen. Und wenn ihr dann ganz runter scrollt, könnt ihr dort meinen Creator-Code eingeben. Ist mir gerade eingefallen. Haben schon einige gemacht bisher. Ich habe den Creator-Code über Clash Royale bekommen. Creator-Code Jojonas ist für euch völlig kostenlos. Ist ein geiler Support, wenn ihr euch irgendwas im Shop zum Beispiel kauft. Also vielen Dank, wenn ihr das Let's Play supporten wollt. Und damit haben wir die neueste Truppe mit den Bogenschützen. Ich würde sagen, machen erstmal ein bisschen Platz, denn wir haben gerade gar keine Kapazitäten mehr frei. Machen hier die ersten Bogenschützen und
Wir kriegen hier nochmal, weil wir die Supercell-ID connected haben, 50 Juwelen. Dann nochmal, weil wir Bogenschützen bekommen haben. Und fürs Goldlager auch nochmal. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 300 von 500 Gems für die nächste Bauhütte. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den letzten Elixiersammler. Und dann mache ich mal mit dem einen jetzt wirklich das Armeenlager. Das dauert 15 Minuten. Das müssen wir wirklich machen. Nächste Stufe im Koboldlager. Wir haben jetzt noch keine Bogenschützen, aber wir haben 20 Barbaren. Die Stufe sollte eigentlich relativ leicht werden. 10 hier. Und 11 dort. Und dann kriegen wir jeweils 3000 von beiden Ressourcen. Das wäre schon sehr wichtig. Und das sollten wir eigentlich easy schaffen. Wir sehen die erste Kanone, die zweite fällt auch. Und ich glaube, da sind noch Fallen drin, oder? Wir schauen gleich mal. So, die laufen jetzt hier rein, aber irgendwie scheint da nichts groß. Doch, okay, ich wollte gerade schon sagen, eine Bombe, aber das ist für uns ziemlich entspannt. Das schaffen die easy. Und noch eine Bombe davor? Das war knapp. Das hätte fast nicht gereicht. Aber wir sehen hier, wie alle drauf einschlagen. Und damit haben wir hier die 3 Sterne und bekommen 3000 Gold und 3000 Elixier nochmal oben drauf. Die letzten Sekunden. Und damit haben wir alle Sammler auf Stufe 3. Und ich würde sagen, wir haben 5500 Gold. Wir sollten mal an unsere Verteidigung gehen. Kann man das nicht irgendwie einstellen? Nee, 1000 pro Reihe. Oh nee, das ist mir zu teuer, glaube ich. Dann machen wir erstmal die Kanone hoch, das ist, glaube ich, schon mal sinnvoller. So, und da sehen wir die letzten Handgriffe zur Kanone Level 2. Sieht ja eigentlich ein bisschen anders aus. Nee, eigentlich nicht. Würde sagen, wir machen auch direkt die andere Kanone auf 2. So, auch unsere Kanone, es ist Level 2. Das heißt, als nächstes machen wir noch den Bogenschützenturm hoch und dann... Oh, der dauert aber ganz schön. Und damit haben wir die letzten Sekunden und haben jetzt einen Bogenschützenturm Level 2 und wir haben ein größeres Armeelager. 30 Truppen können wir jetzt mit jedem Angriff nutzen. Ich würde sagen... wir gehen mal direkt rein und suchen hier den allerersten Gegner, den wir hoffentlich schlagen können. Auf geht's. Unser erstes Dorf, was wir hoffentlich schlagen können. Wir haben eine ganze Menge Beute. Und jetzt können wir hier zum allerersten Mal unsere Bogenschützen testen. Die können aus der Distanz angreifen. Und ja, sind eigentlich extrem stark, würde ich sagen. Ne? Können wir auch hier ein paar hinsetzen. Und wir sehen schon, da haben wir gewonnen. Ganz klar. Ja, dann schaut euch auch an, die ganzen Truppen, wie viele es auch sind. Ne? 30 Stück dazu Bogenschützen, vor allem als Distanztruppen, sind halt sehr, sehr wertvoll. Und wir sehen schon, wir können das komplette Dorf innerhalb von wenigen Sekunden überrennen. Ich muss angst gestehen, dass ich diese Kanone hier komplett übersehen habe. Aber ich meine, das sind so viele Truppen, die müssen es schaffen. Das Rathaus sollte jetzt jede Sekunde fallen. Wir werden hoffentlich die 3 Sterne trotzdem hinbekommen. So, auf geht's. Und wir sehen schon, Bogenschützen in Kombination wirklich sehr, sehr stark. Wir haben jetzt Distanztruppen und Nahkampftruppen. Unsere ersten 30 Trophäen, 3 Sterne und eine ganze Menge Belohnung. Und damit können wir jetzt unsere Kaserne erweitern und schalten so die nächste Truppe frei. Und zwar den Riesen, den ersten Tank. Dazu können wir unsere Kanone für 4000 Gold erweitern. Und ich würde sagen, so viel zur allerersten Folge Clash of Clans. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Hier im Abstand findet ihr die komplette Playlist mit allen Folgen. Und ich bin gespannt, ja, ob weitere Folgen kommen werden. Euch noch einen schönen Tag, danke für den Support und haut rein. Ciao.